willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Mit Freude dürfen wir vom 2. Schweizer Lebertag in Bern das Referat von Herrn PD Dr. Dr. David Semola präsentieren. Mit dem Thema, was Personen mit Lebererkrankungen zu Impfungen wissen müssen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Semola. Also vielen Dank, Annalisa, für die Einführung. Vielen Dank auch, Carina, für die Einladung. Also ich bin sehr geehrt, dass ich noch einmal hier sprechen darf. Ich durfte am ersten Lebertag dabei sein. Und ich denke, das ist etwas Grandioses, dass wir eben Ärzte, Patienten und auch die Industrie zusammenbringen. Also alle, die für das Wohl der Patienten involviert sind und dass wir eben auch einen extrem guten Austausch haben, nicht nur zwischen Ärzten, da gibt es sehr viele Fortbildungen, aber eben, dass man auch direkt mit den Patienten hier wichtige Themen besprechen kann. Und ja, Avans hat natürlich einen großen Vorteil. Chirurgie ist super spannend. Also ich war auch beeindruckt, was ihr jeden Tag oder auch in vielen Nächten leistet. Und was wir wollen, ist eigentlich, dass wir das verhindern, dass es eben so weit kommt für eine Lebertransplantation. Und eines der Puzzles dort ist eben, dass man sich immunisiert, dass man eben schaut, dass die Leber nicht unter Infektionen leidet oder dass eine schon erkrankte Leber vor weiterem Schaden durch neue Infektionen geschützt ist. Und deshalb haben wir auch letztes Jahr mit Carina besprochen, das wäre ein gutes Thema, das Impfen, weniger spektakulär, aber auch wichtig. So. Der Bedarf war folgender. Es gibt einen Schweizer Impfplan, der wird jährlich oder sehr, sehr regelmäßig aktualisiert, aber ist relativ schwierig zu lesen. Es hat viele eben Seiten und auch für Grundversorger, auch für die Internisten, mit denen Sie wahrscheinlich zu tun haben, ist das nicht immer ganz einfach zu lesen. Sie sehen hier eben, in welchem Alter man welche Impfstoffe abgeben soll, in welchen Abständen. Und wir wollten eben etwas machen, wo es einfach zu sehen ist, welche Impfungen für Personen mit chronischen Lebererkrankungen oder Leberzirrhose empfohlen sind. Und deshalb haben wir so eine kurze Übersichtsarbeit geschrieben, die Sie dann noch herunterladen können. Ich zeige Ihnen dann noch über den QR-Code, wie das geht. Und dann haben Sie eine Art Checkliste, die Sie mit Ihrem betreuenden Arzt anschauen können, ob Sie quasi aktuell sind mit den Impfungen. Warum sollten sich denn Personen mit chronischen Lebererkrankungen impfen? Also ganz grundsätzlich eben fortgeschrittene Lebererkrankungen und insbesondere Patienten mit Leberzirrhose haben eine reduzierte Immunantwort. Also die Immunzellen, auch die Mengen an Antikörpern, die der Körper produziert, sind reduziert und entsprechend ist man anfälliger für verschiedene Infektionen und das können Viren, Bakterien, aber auch Pilzinfektionen sein. Natürlich, je nach Grunderkrankung der Leber muss man auch Medikamente nehmen, die das Immunsystem halt künstlich unterdrücken. Also das Paradebeispiel ist eine Autoimmunhepatitis, wo eben die Funktion der Zellen unterdrückt wird, damit die Autoimmunhepatitis besser wird. Aber der Preis dafür ist eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Und natürlich, wie Sie auch gehört haben im Vortrag vorher, alle Personen, die transplantiert wurden, sind unter sogenannter Immunsuppression, also Medikamente gegen das Immunsystem, damit es nicht zu einer Abstoßung kommt und auch die sind entsprechend gefährdet für Infektionen. Und andererseits, oder, gibt es Impfungen, die sicher gut sind, gewisse Erkrankungen milder zu machen, dass man eben nicht schwer erkrankt. Oder es gibt halt Impfungen, und die werden wir noch anschauen, die eine Infektion komplett verhindern können. Und da haben sich eben in den letzten Jahrzehnten extreme Erfolge gezeigt. Und das ist, was wir heute eben zur Verfügung haben. Und es ist manchmal interessant zu überlegen, dass mit einer Impfung kann man schlussendlich auch Krebs verhindern. Also wenn man zum Beispiel sich gegen Hepatitis B immunisiert, keine chronische Hepatitis B bekommt, dann verhindert man auch einen möglichen Folgeschaden eines Leberzellkarzinoms. Wir bekommen häufig die Frage, eben gibt es Impfungen gegen alle Hepatitis-Viren? Und es ist mittlerweile so, dass es eine Impfung gegen Hepatitis A und B-Virus gibt. Und das Gute ist, wenn man sich gegen Hepatitis B-Virus immunisiert, dann ist man auch geschützt gegen Hepatitis D oder Delta, weil B und D müssen immer zusammen auftreten.
Was es nicht gibt, ist eine Impfung gegen Hepatitis C. Da wurde extrem viel geforscht, aber die Impfstoffe, die bis jetzt erprobt wurden, waren nicht erfolgreich. Aber es gibt sehr gute Therapien gegen chronische Hepatitis C. Somit haben wir mindestens eine Alternative dazu. Die Hepatitis E, wir haben Professor Muratpour unter uns, der einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet ist, die ist bei uns sehr häufig. Es gibt leider keine Impfung dagegen, mindestens nicht bei uns, aber in China, und die wird noch erprobt und allenfalls wird das später einmal zur Verfügung stehen. Jetzt, was ist die Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit und von der SASL, was wir da zusammengetragen haben? Das ist in einer kurzen Übersichtsarbeit diesen Herbst erschienen. Sie finden das über Google oder mit diesem QR-Code. Und das hat eben im Zentrum dieser Arbeit diese Checkliste. Und das ist das, was Sie nicht im Kleingedruckten alles lesen müssen, aber wo vielleicht Ihr betreuender Arzt mal drüber schauen sollte. Und ich möchte Ihnen vier wichtige Impfungen vorstellen. Und allen voran ist die Hepatitis A-Impfung. Das ist weltweit gesehen eine sehr häufige Infektion mit über 150 Millionen Betroffenen jedes Jahr. Das Gute ist, dass diese akute Entzündung, die das Virus in der Leber auslöst, in den allermeisten Fällen in der Woche abheilt und sich die Leber komplett erholt. Aber es gibt etwa 20% der Betroffenen, und das sind häufig eben auch Personen, die schon eine andere zugrunde liegende Erkrankung haben, die einen schweren Verlauf durchmachen können, einen Verlauf eben mit Gelbsucht, mit monatelanger Abgeschlagenheit und die allenfalls auch zu einer Hospitalisation führt. Und in ganz extremen Fällen, ich habe einen solchen Patienten erlebt, kann es auch zu einem tödlichen Ausgang kommen, und das wird irgendwo zwischen 0 und 1% der Betroffenen angesiedelt und hängt auch eben von der Grundkonstitution der betroffenen Person zusammen. Das Gute ist, wenn man das mal durchgemacht hat, ist man das Leben lang geschützt, und ähnlich, wenn man das noch nicht gehabt hat und sich immunisiert impft, dann hat man einen langanhaltenden, allenfalls lebenslänglichen Schutz gegen Hepatitis A. Das sind auch die Übertragungswege, die müssen wir nicht im Detail anschauen. Es gibt vom BAG auch sehr schöne Informationsblätter für Betroffene. Vielleicht noch einmal die Zahlen, von wie vielen Patienten sprechen wir. Das sind die Kurven, die das BAG veröffentlicht. Das ist jetzt eben über die letzten 10 Jahre. Sie sehen, das Virus ist immer da, mal weniger, mal mehr. Und für dieses Jahr wurden mal 52 Fälle berichtet. Das sind natürlich nur die, die man wirklich gefunden hat. Es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer. Für die Hepatitis A gibt es eine Impfung, die ist in 2 Dosen zu applizieren im Abstand von 6 Monaten. Und dann ist man eben auf lange Zeit, allenfalls lebenslänglich, geschützt. Die Hepatitis B ist das andere Virus, welches uns sehr häufig beschäftigt. Und Hepatitis B-Virus im Gegensatz zu A wird eben komplett anders übertragen. Das ist nicht eine fäko-orale Übertragung durch kontaminierte Lebensmittel, sondern das ist in der Regel eine blut- oder sexuell übertragene Infektionserkrankung. Und der zweite Unterschied zur Hepatitis A ist, dass die Hepatitis B chronisch verlaufen kann, und auch wenn sie abklingt, dass man eigentlich lebenslänglich dieses Virus in sich trägt, indem sich das Virus in die Gene der Leberzellen einschleust. Und eben wenn das chronischen Verlauf nimmt, dann kann das eben über Jahre zur chronisch aktiven Hepatitis mit Vernarbungen und dann zur Leberzirrhose und im schlechtesten Fall auch zur Entwicklung eines Leberzellkrebses führen. Wenn man es behandeln muss, ist das in der Regel eine Langzeit- oder lebenslängliche Therapie mit einer Tablette täglich. Und eben wenn das mal ausgeheilt ist, also aus der Blutbahn verschwunden ist, dann hat man immer das Risiko, dass das wieder reaktivieren kann. Also wenn man unter Medikamente kommt wie eine Chemotherapie oder eine ausgeprägte Immunsuppression, dann kann das wieder zum Vorschein kommen. Alles in allem, eben, es ist am allerbesten, wenn man das verhindert, also indem man eben durch eine Impfung grundsätzlich die Infektion mit Hepatitis B-Virus unterdrückt.
Weltweit gesehen ist das ein riesiges Problem. Also die WHO schätzt, dass wahrscheinlich ein Drittel der Bevölkerung auf der Erde mit diesem Virus in Kontakt gekommen ist. Das ist etwa eine Viertelmilliarde Menschen unter einer chronisch aktiven Hepatitis B leidet und dass pro Jahr etwa 1 Million Menschen weltweit an den Folgen einer solchen Infektion versterben. In der Schweiz ist das zum Glück jetzt nicht so ausgeprägt, aber es ist doch etwa jeder 200. betroffen von einer aktiven Infektion und gegen 4% der Bevölkerung hatten Kontakt mit diesem Virus. Das ist eine sehr interessante Kurve vom BAG. Das zeigt auch wieder die Anzahl der Patienten, die diagnostiziert wurden in den letzten 10 Jahren. In blau eben die Patienten mit einer chronischen Hepatitis B und in rot haben sie die mit einer akuten Hepatitis B. Und sie haben dort in der Mitte diesen Pfeil oben. 1998 ist ein wichtiges Jahr gewesen. Dort wurde eben die Impfung eingeführt, damals noch für die Jugendlichen. Und das war der Beginn einer sehr, sehr wichtigen Ära. Und wenn Sie jetzt unten auf die roten Balken schielen, dann sehen Sie, dass das dort extrem schön abnimmt nach rechts. Und das ist quasi noch einmal herausgezoomt. Wir haben eine deutliche Abnahme der akuten Hepatitis B-Meldungen. Und wenn man schaut, eben vor 10 Jahren waren das jetzt akute 66 und für dieses Jahr sind erst 10 berichtet worden. Also wir sehen, dass diese Impfung, eine einfache Maßnahme, doch tiefgreifende Effekte hat. Ich möchte auf diesen Wissenschaftler noch erwähnen, Dr. Blumberg. Er hat das Virus entdeckt. Er hat auch dazu beigetragen, dass der erste Test, dass man das überhaupt im Blut findet, entwickelt hat. Und natürlich aufgrund seiner Arbeiten konnte dann auch eine Impfung entwickelt werden. Und dieser Wissenschaftler wurde mit dem Nobelpreis 1976 geehrt. Weil das so eben wichtig ist, empfiehlt das BAG und die SASL, dass man halt regelmäßig nach diesem Virus sucht. Also alle Personen, die erhöhte Leberwerte haben, auch wenn sie schon die Diagnose einer anderen Lebererkrankung haben, müssen auf das Vorhandensein einer Hepatitis B untersucht werden. Und alle Angehörigen von Personen mit einer chronischen Hepatitis B sollten auch einmal getestet werden. Eben am besten ist die Impfung. Es gibt hier mehrere Impfstoffe. Man macht das 3-mal. Man beginnt nach 1 Monat und dann nach 6 Monaten die 3. Und im Fall von einer vorbekannten Lebererkrankung sollte der Arzt auch den Impferfolg testen. Man sollte eben im Blut nachschauen, ob die Person dann schützende Antikörper entwickelt hat. Und falls das nicht der Fall ist oder nur zu einem geringen Teil, dann kann man noch bis 3 solcher Impfungen applizieren, damit eben dann nachgeimpft ist und die Impfantwort besser ist. Und das ist unter Umständen wichtig bei Patienten mit Leberzirrhose, die zum Teil eben weniger gut auf die Impfungen ansprechen. Gut, jetzt Grippe ist aktuelles Thema. Also es ist wieder überall und wenn man schaut in der Schweiz, oder, jährlich führt die Grippe zu 300.000 Konsultationen, also dass betroffene Personen zum Arzt gehen oder ins Spital kommen. Im Spital aufgenommen werden 5.000 Personen wegen Grippe jedes Jahr. Und für Patienten mit zugrunde liegender Lebererkrankung kann das manchmal einen sehr schweren Verlauf nehmen. Patienten mit Leberzirrhose sterben 4-mal häufiger an einer Grippe als Personen, die eine gesunde Leber haben. Und deshalb empfiehlt die WHO, dass eben bei Personen, die empfindlich sind, und das sind alle Personen über 65 Jahre oder mit chronischen Erkrankungen, sollte mindestens eine Impfquote von 75% erreicht werden. Und da ist gerade eine neue Arbeit vom Unispital Zürich erschienen. Die hat angeschaut, wie das in der Schweizer Bevölkerung ist. Das waren jetzt die Jahre bis zur Covid-Pandemie, also bis 2019. Und dort hat man gesehen, dass gerade mal 18-19% geimpft und immunisiert sind gegen die Grippe. Also wir haben da noch großen Nachholbedarf, insbesondere wenn man schaut, wie jetzt diese Grippewelle zunimmt. Sie ist ein bisschen früher
unterwegs. Das sind jetzt die Kurven, wie das in den letzten 4 Jahren jeweils war, über die letzten Wochen vom Jahr und dann Anfang Jahr verteilt. Und Sie sehen in dunkelgrün, das ist jetzt, was das BAG meldet, bezüglich Zunahme der Grippefälle in der Schweiz. Und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich impfen zu lassen gegen Grippe. Und das haben wir auch so festgehalten in unserer Empfehlung, eben die jährliche Impfung bei Personen mit chronischen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und nach Transplantation. Covid-19, auch hier sehr viele Fälle aktuell wieder am Zunehmen. Wir haben extrem viel gelernt über dieses Virus, das vor 4 Jahren noch gar nicht bekannt war. Wir haben auch sehr viel Leid gesehen im Spital, auch einige Patienten halt erlebt, die an den Folgen von Covid-19 verstorben sind. Dieses Virus hat verschiedene Mechanismen, wie es die Leber angreift und stört. Also das Virus kann die Leberzellen selber befallen. Das Virus kann eine ausgeprägte Immunantwort auslösen. Wir nennen das so einen sogenannten Zytokinsturm, das dann viele Organsysteme aus dem Gleichgewicht bringt. Wir haben Patienten gesehen, die plötzlich mit einer verschlossenen Pfortader auf den Notfall gekommen sind, wo eben eine Geringungsstörung durch das Virus ausgelöst wurde und dann sich eine Pfortaderthrombose gebildet hat. Und sehr eindrücklich war auch einzelne Patienten, die ein zum Teil extrem geschädigtes Gallengangsystem hatten nach einer solchen Infektion. Und man hat gesehen, dass insbesondere die Personen mit Leberzirrhose waren extrem gefährdet, einen schlechten oder sogar fatalen Verlauf zu nehmen unter diesem Virus. Und das ist nur eine von vielen Arbeiten aus Europa und den USA, wo eben im speziellen Patienten mit Leberzirrhose in hohen Anteilen hospitalisiert werden mussten, wo meistens bis zur Hälfte der Patienten sogenannt dekompensiert sind, also wo sich dann diese einigermaßen stabile Zirrhose dann so verschlechtert hat, dass zum Beispiel Aszites oder Gelbsucht oder Blutungen aufgetreten sind. Und dann hat man gesehen, dass je nachdem, wie gut die Leberfunktion war oder wie eben schlecht die Leberfunktion war, dass bis zu 50% zum Beispiel bei Patienten mit Leberzirrhose und Child-C-Stadium an den Folgen einer solchen Infektion verstorben sind. Das war nicht immer unbedingt wegen Leberversagen per se, sondern eben wegen anderen Organsystemen. Ein Teil der Patienten ist dann an Herz-Kreislauf-Problem verstorben. Die meisten, über 70%, sind an den Folgen des Lungenbefalls gestorben. Das haben wir noch ein sehr eindrückliches Bild, auch vom Unispital Zürich publiziert. Wir haben auch solche Patienten gehabt. Das ist eine Aufnahme mit Kontrastmittel einer Leber und die weißen Strukturen, das sind die Gallengänge und normalerweise sind das sehr feine und regelmäßige Strukturen und Sie sehen diese Punkte oder fast perlartig, wie das ist, und das sind eben diese Einschnürungen, die entstanden sind durch zu wenig Sauerstoff in der Leber während eines schweren Covid-Verlaufs. Das sind in der Regel Patienten, die lange Zeit auf der Intensivstation waren und künstlich beatmet wurden. Und das waren auch Patienten, die lebergesund waren und nachdem sie das überstanden haben, sogar lebertransplantiert werden mussten wegen einer Covid-Infektion. Ja, das ist jetzt auch wieder vom BAG. Sie sehen nach rechts, wie das zunimmt. Das sind jetzt eben die letzten 3 Monate und wir sehen, wie alle diese Atemwegsinfektionen zunehmen. Und zwischen Grippe und RSV-Virus ist in Blau eben das SARS-CoV-2-Virus, das jetzt dominiert, was die Anzahl der Infekte in der Schweizer Bevölkerung anbelangt. Und hier muss man sagen, zu den Impfungen, es war eine Revolution, also damals, 2020, wo eben sogenannte mRNA-basierte Impfstoffe entwickelt wurden. Eine völlig neue Technologie, dass man quasi nicht das Eiweiß spritzt den Patienten, damit sie Antikörper entwickeln, sondern eben die Erbsubstanz, also dieses mRNA, quasi die Matrize, wie dieses Protein aussieht. Und dass der Muskel von den Patienten das Eiweiß selber produziert. Und nur so war es möglich, dass eben sehr schnell in großen Mengen für die ganze Welt solche Impfstoffe produziert werden konnten. Das war die erste Arbeit, die gezeigt hat, wie phänomenal gut der Impfstoff war im Schützen der Personen vor einem schweren Covid-Verlauf. Also Sie sehen,
blau die Patienten, die nicht oder mit Placebo geimpft wurden, und dann rot die Patienten, die den richtigen Impfstoff erhalten haben. Und auf dem basiert eben auch die heutige Empfehlung. Das sind jetzt heute abgewandelte Impfstoffe, angepasste, dem Virus angepasste Impfstoffe, die wir einsetzen. Und wenn wir schon vom Nobelpreis für die Hepatitis B gesprochen haben, es wurde jetzt gerade vor ein paar Wochen der Nobelpreis in Medizin und Physiologie an diese zwei Wissenschaftler verliehen, die eben maßgebend waren für die Entwicklung dieser mRNA-Impfstoffe. Genau, also die heutige Empfehlung ist, dass man sich impft gegen Covid, insbesondere Personen über 65 und mit chronischen Erkrankungen, und bei den Patienten mit Leberzirrhose, bei Patienten mit Leberzellkarzinom, Personen, die unter Immunsuppression sind, und Personen, die ein Leberzellkarzinom haben. Wenn Sie die letzten 6 Monate keine Covid-Infektion haben, dann ist es jetzt Zeit zu impfen. Wenn Sie eine Infektion hatten in den letzten 6 Monaten, dann kann man noch zuwarten. Gut, wir machen in St. Gallen auch eine Impfstudie. Also wenn Sie Ihre Impfantwort kennen wollen, nachdem Sie geimpft worden sind, dann können Sie sich an unseren Studienleiter, Herr Stillhardt, wenden. Es wird geimpft und 2 Wochen später dann gemessen, wie die Impfantwort ist. Die weiteren Empfehlungen werde ich nicht mehr durchgehen. Das ist einfach diese Checkliste. Es gibt dort noch Bakterien und andere Viren mit viel Kleingedrucktem, aber es lohnt sich, dass Sie das mal mit Ihrem behandelnden Arzt anschauen. Zusammenfassend, Patienten mit chronischen Lebererkrankungen und Leberzirrhose sind sehr empfindlich auf Infektionen verschiedener Art. Es lohnt sich eben, die Infektionen, die man immunisieren kann, auch zu impfen. Ziel ist, dass man eine Verschlechterung der Lebererkrankung und die sogenannte Dekompensation verhindert. Und eben, ich hoffe, dass Ihnen dieses Papier hilft, und nehmen Sie doch das mal zu Ihrem Arzt mit. Schauen Sie, ob Sie up-to-date sind mit den Impfungen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Semala, für Ihr aufklärendes und hilfreiches Referat und Ihr persönliches Engagement für Swiss HEPA und den Schweizer Lebertag. Herzlichen Dank.